Das waren die Aussagen der Förster. Nun kamen die Bauer an die Reihe, aus denen jedoch nichts zu bringen war. Manche behaupteten, um 4 Uhr noch zu Hause oder anderswo beschäftigt gewesen zu sein, und keiner wollte etwas bemerkt haben. Was war zu machen? Sie waren sämtlich anwesend unverdächtige Leute. Man musste sich mit ihren negativen Zeugnissen begnügen. Friedrich ward hereingerufen. Er trat mit einem Wesen, das sich durchaus nicht von seinem gewöhnlichen unterschied, weder gespannt noch keck. Das Verhör währte ziemlich lange, und die Fragen waren mitunter ziemlich schlau gestellt. Er beantwortete sie jedoch alle offen und bestimmt und erzählte den Vorgang zwischen ihm und dem Oberförster ziemlich der Wahrheit gemäß, bis auf das Ende, das er geratener fand, für sich zu behalten. Sein Alibi zur Zeit des Mordes war leicht erwiesen. Der Förster lag am Ausgang des Masterholzes, über 3/4 Stunde Weges von der Schlucht, in der Friedrich um 4 Uhr angeredet und in der seine Herde schon 10 Minuten später ins Dorf getrieben hat. Jedermann hatte dies gesehen, alle anwesenden Bauern beeiferten sich, dies zu bezeugen. Mit diesem hatte er geredet, jedem zugenickt. Der Richtschreiber sah unmütig und verlegen da. Plötzlich fuhr er mit der Hand hinter sich und brachte etwas Blinkendes vor Friedrichs Auge. »Wem gehört dies?« Friedrich sprang 3 Schritte zurück. »Herr Jesus, ich dachte, ihr wolltet mir den Schädel einschlagen.« Seine Augen waren rasch über das tödliche Werkzeug gefahren und schienen momentan auf dem ausgebrochenen Splitter am Stiele zu haften. »Ich weiß es nicht«, sagte er fest. »Es war die Axt, die man im Schädel des Oberförsters eingeklammert gefunden hatte.« »Sieh sie genau an«, fuhr der Gerichtsschreiber fort. Friedrich fasste sie mit der Hand und besah sie von oben, unten, wandte sich um. »Es ist eine Axt wie jede andere«, sagte er und legte sie gleichgültig auf den Tisch. Ein Blutfleck ward sichtbar, er schien zu schaudern, aber er wiederholte sich noch einmal sehr bestimmt: »Ich kenne sie nicht.« Der Gerichtsschreiber seufzte vor Unmut. Er selbst wusste nichts mehr und hatte nun den Versuch zur möglichen Entdeckung durch Überraschung machen wollen. Es blieb nichts übrig, als das Verhör zu schließen. Denjenigen, die vielleicht den Ausgang dieser Begebenheit gespannt sind, muss ich sagen, dass diese Geschichte nie aufgeklärt wurde, obwohl noch viel dafür geschah und diesem Verhöre mehrere folgten. Den Blaukittel schien durch das Aufsehen, das der Vorgang gemacht hat, und die darauffolgenden geschärften Maßnahmen der Mut genommen. Sie waren von nun an wie verschwunden, und obgleich späterhin noch mancher Holzfrevler erwischt wurde, fand man doch nie Anlass, ihn der berüchtigten Bande zuzuschreiben. Die Axt lag 20 Jahre nachher als unnützes Corpus Delicti im Gerichtsarchiv, wo sie wohl noch jetzt ruhen mag mit ihren Rostflecken. Es würde in einer erdichteten Geschichte Unrecht sein, die Neugier des Lesers so zu enttäuschen. Aber das alles hat sich wirklich zugetragen. Ich kann nichts davon oder dazu tun. Am nächsten Sonntage stand Friedrich sehr früh auf, um zur Beichte zu gehen. Es war Maria Himmelfahrt und die Pfarrgeistlichen schon vor Tagesanbruch im Beichtstuhle. Nachdem er sich im Finstern angekleidet, verließ er so geräuschlos wie möglich den engen Verschlag, der ihm in Simons Hause eingeräumt war.